Bisschen an der Kamera rumspielen. So. Bosskampfversuch Nummer 3198. Naja, ich habe schon ein paar Bosskämpfe dazwischen mal gemacht. Das war gerade echt assi. Kannst du mal aufhören zu lenken? So. Komm ran. Diese Giftwolke dann hinterher manchmal ist echt gefährlich. Und zweimal, ne, einmal reicht. Jetzt macht er wieder seinen Schlangenarsch. Ja, ich gebe zu, das war dumm. Mein eigentlicher Plan war nicht voll drauf loszurennen, mein eigentlicher Plan war da durchzurollen, aber hat nicht so gut funktioniert. Aber mir ist so aufgefallen, generell so gefühlt, am Anfang war es so, dass der so auf mich zu dasht und dass ich dann von ihm weg, dass ich dem dann so ein, zweimal einen mitgebe. Aber wenn ich nah dran bin und den ein, zweimal dodge, hau ich mehr Damage raus und dann macht er auch seine blöden Giftattacken nicht so krass. Ich habe nur noch ein Gegengift, das ist ziemlich belastend. Was? Okay, das hat er bis jetzt noch nicht gemacht. Lukas, du Blödian! Ach, come on!
come on. Scheiße. Ach, Gegengift ist jetzt weg. Ich könnte natürlich auch versuchen, ein bisschen Dunst zusammen noch ein paar Level-Ups zu machen, aber eigentlich... Ich krieg den ja schon Half-Life. Ich glaube, ich stelle mich wirklich blöd an ein bisschen. Vielleicht noch irgendein anderes Kampf-Item, was mir gegen den irgendwie helfen wird. Mm-mm. Ich wünschte, ich hätte noch einen Regen in Erweiterungsfaktor, aber dann halt so wieder. Sowas ist halt wieder schon übel zählt, wenn ich direkt am Anfang so hart verkacke. Ja, mit dem Gift war es sowieso jetzt vorbei. Aber ey. Ja, man kommt aber näher ran. Gerade der Anfang, muss ich echt sagen, der Anfang hat mich gerade schon übel weggetiltet. Also gerade wo ich diese Combo direkt am Anfang gefressen habe, habe ich mir schon gedacht, Alter, was machst du denn? Gehofft, einer von denen würde jetzt ein Gegengift droppen. Dann halt nicht. Ich versuche jetzt einfach immer die zu killen und gucke, ob ich Gegengift abstauben kann oder nicht.
praktisch wäre es ja schon. Ach komm. Ich hätte gerne eine Anzeige, ab wann ich vergiftet werde. Ist die da? Sehe ich die bloß nicht? Habe ich nicht irgendwie... Warte mal. Ah, den habe ich jetzt halt schon plus 2, ne? Schutz vor Gift plus 1, der bringt es halt nicht so. Auch noch gar nicht versucht, den zu kontern. Bei Broly ging's nicht, aber vielleicht geht's ja bei dem. Ich meine, ich bin gerade eher am Verkacken, also nicht, lass mal nichts unversucht. Oh mein Gott, es geht. Okay, das ist gut zu wissen. Jetzt muss ich es nur noch timen. Also wenn ich es time... Wenn ich es richtig time, dann habe ich halt ein übelst gutes Opening. Warum mache ich das denn? Effektiv habe ich gerade nur E-Core verschwendet, Alter. Na komm. Da halte ich nochmal. Wieso habe ich auf einmal 24 gekriegt eigentlich? Ich habe nur diesen Feuermove benutzt. Wird schon sein, wunderbar. Vielleicht, weil ich jemanden mit diesem Dings-Move gefinisht habe. Etwas, was ich gleich mache und überprüfen werde. Ja, jetzt sollte ich es halt nur noch timen können. Ich bin ein bisschen zu langsam.
Die ganz letzten Male, wo in diesem einen Part habe ich es die ganze Zeit zu früh gemacht, jetzt mache ich es die ganze Zeit zu spät. Aber wenn ich das lerne, das wäre schon nice. So, jetzt überprüfen wir jetzt gleich mal. Tatsache. Mache ich die doch weg, aber nur mit solchen Backstab-Angriffen. Also, was schon wahrscheinlich direkt am Anfang erklärt wurde und ich es einfach vergessen habe. Aber 28 ist schon mal richtig gut. Das war ein Trick. Ach komm! Ey, ich hab gedodged. Ich bin weggerollt schon wieder. Aber das Problem, der Angriff hat zwei Instanzen. Wenn er den macht, da kommt. Wenn er gegen den weiß ich noch nicht, was ich machen muss. Belastend. Komm, die E-Core kriege ich eigentlich im Kampfgeschehen eigentlich relativ schnell wieder. Sagte, er hat eigentlich nur keinen Bock, es diese ganzen Leute zu machen, sondern will einfach nur diesen Boss besiegen.
Drehung, Alter. Voll in die Giftwolke. Mit einem Teammate wäre das wahrscheinlich viel einfacher. Aber ich bin ja so schlau und versuch's direkt ohne. Ich meine, man kann Teamkämpfe mit Teammates in den Kampf reingehen. Ist das Spiel darauf ausgelegt, dass man es in Teamkämpfen macht und ich mache es mir gerade unnötig schwer? War schwerer, als die Entwickler geplant haben. Boah, das war klose, Kollege. Ich frage mich, ob das Vieh von hinten noch angreifbar ist, wenn man das macht. Ist er? Und wie? Oh mein Gott, jetzt sehe ich die Giftanzeige. Giftanzeige beruhigen. Ja.
Pattern mit dem Dreifachschlag ist echt scheiße. Ich bin auch gerade nicht konzentriert. Nimm es viel zu locker gerade und ich weiß nicht warum. Komm. Ich probiere jetzt mal try to try harden.